Hallo lieber Zuschauer, schön, dass Sie wieder hergefunden haben. Heute, um mit mir zusammen zuzugucken, wie die Kulturzeit ein kritisches Thema derartig verbiegt, dass es sogar mir zunächst die Sprache verschlägt. Lamia Kador gibt auf Deutsch Islamunterricht an einer Brennpunktschule und wirbt dort für ein gedeihliches Miteinander. Schauen Sie mal zu, wie sie mit ihrer Klasse über den islamkritischen Film Fitna des rechtsliberalen niederländischen Politikers Geert Wilders spricht. Die Muslimin Lamia Kador ist eine der ersten, die Islamunterricht auf Deutsch gibt. Dabei hat sie festgestellt, dass junge Muslime so gut wie nichts über den Islam wissen, sich aber stark mit ihm identifizieren. Wie reagieren sie nun auf den Angriff von Geert Wilders? Das ist so hart, wenn jetzt kein Muslime das zum ersten Mal ansieht, dann denkt er bestimmt, boah, die sind jetzt alle gleich, die machen das alles dasselbe. Das denkt der Filmemacher auch, dass wir alle so sind. Wenn Gott den Islam nur akzeptiert, dann hätte er alle Menschen als Muslime auf die Welt gebracht. Genau. Was macht das Mädchen mit der Mütze eigentlich auf einer Hauptschule? Da geht doch wohl mehr. Sollten alle Schüler der Frau Kador so aufgeräumt und schlau sein, dann kann man nur gratulieren. Sind sie es alle? Aus der Parallelklasse hat gerade jemand gesagt, er würde das verstehen können, wenn man den Mann umbringen will. Also er hätte es verdient. Stimmt ja. Hat er was verdient? Er hat es doch verdient. Wenn ich jetzt den Koran, wenn das der Koran wäre, ich würde das Buch zerreißen und auf den Boden werfen. Hätte ich verdient zu sterben? Nee. Klar. Ja, ist doch scheiße, was der macht, weil ja. Mohammed, unser Prophet, und einer belästigt ihn oder mit beleidigt so einem Bilder. Ja. Das ist und du meinst, das könnte schon, also würdest du sagen, er hat das verdient? Ja. Er wird sich aber dadurch selber umbringen. Und man darf auch verärgert darüber sein. Ich bin auch verärgert. Aber ich kann nicht, so weit gehen und sagen, ich gehe den gleich töten. Ich kann nur sagen, ich ignoriere den. Der soll, keine Ahnung, meinen, so lange Leute aufzuhetzen, wie er will. Wenn ich den Mann finden würde, ich würde den Kopf abschneiden, alles mit mir machen. Natürlich würden die Schüler in Wirklichkeit nie jemanden umbringen. Sie sind für einen toleranten Islam. Wie bitte? Ich frage mich zum wiederholten Mal, ob bei der Kulturzeit irgendjemand die Beiträge anhört, bevor die Off-Texte dafür geschrieben werden. Sie sind für einen toleranten Islam. Gerade deshalb erbost sie der Wilders-Angriff auf die Muslime gewaltig. Wenn es dafür irgendeinen Anhaltspunkt außer den beiden gezeigten Mädels gäbe, würde man uns den doch sicher nicht vorenthalten. Bevor also ein Kulturzeitredakteur sein Weltbild der Realität anpasst, behauptet er offensichtlich lieber sehenden Auges deren Gegenteil. Wir würden ihn schon ganz gerne tot sehen. Letztlich hat es so keiner ausgesprochen. Doch, klar. War Frau Kador da nicht im Raum oder ist sie schon komplett betriebsblind und taub? Der adipöse Globalisierungsgewinner mit dem Arafat-Lappen um den Hals hat das mehr als klar und deutlich gesagt. Kein Wunder, dass der sauer ist, weil ihn keiner ernst nimmt. Dabei wäre es in seinem und unserem Interesse, wenn man ihm mal zuhören würde. Denn was er da sagt, sagt er entweder, um Aufmerksamkeit zu erregen, die ihm scheinbar sonst von paternalistischen Betreuern eher nicht zuteil wird, oder er meint es ernst und in beiden Fällen ist Weghören keine gute Idee. Hagen Rether weiß, wie man mit solchen Fällen besser umgeht. Und es ging dann heiter weiter, jetzt im März dieses Jahr. Und achten Sie darauf, immer ist der Hintergrund schwarz, wenn es um Moslems geht. Immer schwarz. So eine Ikonografie muss man auch bedienen. Dieses Jahr im März hieß es Mekka Deutschland, die stille Islamisierung. Ja sicher, das Zeug liegt überall an jedem Kiosk im Land. Und die Kinder lesen das. Und sie verstehen es aber nicht. Und die Erwachsenen auch nicht. Aber es schafft eine Stimmung im Land, eine Atmosphäre, ein Klima. Wir haben einen neuen Sündenbock. Wir haben wieder richtig auch Angst vor allen Dingen. Angst ist ganz entscheidend, natürlich. Und mit der Verzögerung von ein paar Jahren, wie immer, stehen wir jetzt genau da, wo die Amis vor ein paar Jahren standen, nach dem 11. September. Komplett paranoid. Wir haben aber vor dem Anschlag schon Angst. Wir haben Präventivparanoia. Wir brauchen viel weniger von diesen Spaltern. Wir brauchen nicht noch mehr Scharfmacher, wir brauchen noch mehr Dialog. Da hat er recht. Und da mir nichts ferner liegt als Präventivparanoia, suche ich heute aktiv den interkulturellen Dialog. Also jetzt nicht mit einem der Moslems, mit denen ich sowieso alltäglich zu tun habe, denn mit denen stehe ich ja bereits im Dialog. Der kosovarische Barkeeper meiner Lieblingskneipe zum Beispiel ist einer meiner liebsten Diskussionspartner für Politik. Problem? Ich diskutiere mit dem nie über Religion, denn Religion ist ja in seinem Fall Privatangelegenheit und hat gar keinen Einfluss auf seine politischen Ansichten. Religiöse Dialognotwendigkeit scheint aber zu bestehen bei einem Herrn mit libanesischem Migrationshintergrund,
der mir seine Einladung zum offenherzigen Gespräch vor einigen Wochen auf dem Anrufbeantworter hinterlassen hat. Damit Sie sich währenddessen mit dem Bild nicht langweilen, habe ich mir eine hochmoderne optische Umsetzung einfallen lassen. Hören Sie kurz rein. Du verdammter Hurensohn, gnade Gott, wenn ich dich erwische, du verdammter Hundesohn, du Sohn einer Hure, ich fick deine ganze Familie, das zu sehen. Ich bin der libanesische Bruder, der deine Mutter fickt. Du bist ein toter Mann, ich schwöre dir bei Gott, wenn ich dich erwische, ich würde dich. Yalla, ich fick deine Mutter. Wie wäre es mit einer differenzierten Debatte? Und wenn du dich um Dialog bemühst und um Integration, dann wirst du sofort abgewatscht. Sozialromantik und Multikulti-Kuschelkurs. Abgekanzelt, Ende. Ja sicher Multikulti-Kuschelkurs. Was denn sonst? Prügelkurs? Gibt's eine Alternative zum Kuschelkurs? Eben, und deswegen tätige ich jetzt mal einen Multikulti-Kuschelkurs-Rückruf. Und zwar mit Lautsprecher und Mikro, damit auch Sie mithören können. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar, wird aber per SMS über Ihren Anruf informiert. Vielen Dank für Ihren Anruf. Schade. Sieht so aus, als hätte der libanesische Bruder, der meine ganze Familie fickt, doch nicht so viel Interesse an einer differenzierten Debatte, wie Herr Rether sich das vorgestellt hat. Mich überrascht es nicht wirklich. Mein persönlicher Ansprechpartner beim Staatsschutz meinte auch schon, dass man unter der Nummer in letzter Zeit nicht mehr so gut durchkommt. Die Alternative zum Kuschelkurs, die können wir seit 20, 30, 40 Jahren im Nahen Osten uns angucken. Stimmt nicht, Herr Rether. Das geht nicht seit 40 Jahren so, sondern genau seit 60 Jahren. Seitdem nämlich noch am selben Tag der Staatsgründung Israels die benachbarten Araber den Juden den Krieg erklärt haben, den sie seitdem immer wieder aufs Neue verlieren. Weil die Israelis nämlich begriffen haben, dass Kuschelkurs in ihrem Fall nicht weniger als Selbstmord bedeutet, auch wenn sie es immer mal wieder probiert haben mit Kuschelkurs. Denken Sie mal drüber nach, Herr Rether. Und Sie, lieber Zuschauer, schauen hoffentlich hier bald wieder vorbei. Bis dahin verabschiede ich mich.